Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 20 Torwartspieler Kirin. Mein Name ist Jan, es geht weiter und es geht auch richtig cool direkt weiter, weil wir haben jetzt hier das Spiel Bayern München gegen Dortmund. Wie wir in der Tabelle stehen, was wir noch alles weiter in diesem Monat, wir schließen ja jetzt diesen Monat November ab und was dann auch im Dezember kommt, das sehen wir jetzt gleich sofort. Leute, lasst uns loslegen. Ich bin gespannt, ihr seid auch gespannt. Wird geil. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Los geht's. Also wir sind erstmal direkt im Auswärts-Derby. Das wird natürlich super spektakulär. Wir können auch nochmal die Tabelle uns zugute führen lassen. Nämlich wir sind auf Platz 2, Bayern München auf Platz 1. 3 Punkte Abstand, aber die Tordifferenz. Also ich sag mal, es ist eher unwahrscheinlich, dass wir dran vorbeikommen, weil... Aber Gleichziehen ist auf jeden Fall schon mal auch wichtig. Die Tordifferenz ist natürlich zu groß. 7. Bayern hat mehr Tore geschossen, ein ganz bisschen weniger sogar reingelassen. Also ist echt, die sind top unterwegs. Wir hatten halt leider diese doofe eine Niederlage, ne? Muss man ganz einfach so sagen. Ja, und abgesehen davon geht es hier natürlich auch im DFB-Pokal weiter in dieser Folge. Und weiter mit Union Berlin. Wir haben Champions League, der Dezember wird auch richtig krass. Also ich glaube, hier kann es... Also es ist so richtungsweisend, diese Folge, was wir hier für Spiele drin haben. Das ist ja der Wahnsinn, ist das. Also auf geht's. Wer übrigens noch mehr von Bayern München sehen will, meine Pro-Evo-Trainerkarriere ist ja auch wieder angelaufen. Die feiert ihr auch ziemlich. Und wer die vielleicht noch nicht kennt, oben rechts in der Infokarte nochmal abchecken. Pro-Evo-Trainerkarriere in der Fußball-Bundesliga mit FC Bayern in der originalen Allianz Arena. Hier haben wir das ja leider nicht. Übrigens, das Studio steht auch mal wieder vor einem Umbau, ja, also wieder ganz spektakulär. Geht ungefähr so Anfang Juni los, vielleicht auch schon Ende Mai. Wenn ihr da irgendwie einen Vlog oder so mal sehen wollt, wie das hier alles umgebaut wird, also es ist wirklich eine ganz andere, es ist wirklich eine komplette Umgestaltung. Es kommen ganz viel neu, aber es kommen auch ein paar alte Sachen kommen raus. Wenn ihr dazu, wie gesagt, Videos sehen wollt von so hinter den Kulissen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Oder ihr könnt auch mal oben rechts in der Infokarte könnt ihr abstimmen, wenn ich die Abstimmung nicht vergesse. Aber hoffentlich mache ich es. Oh, wir werden hier richtig mal mit eingebunden. Also viele offensive Aktionen, vor allen Dingen von uns, gab es leider noch nicht. Ja, vielleicht jetzt mal die Münchner kommen zum Schuss, aber die Verteidigung steht wirklich tief von uns. Also wir sind eher so im Verteidigungsmodus und lassen Bayern machen. Vielleicht ja jetzt mal ein guter Angriff, das ist tatsächlich wahrscheinlich so das Beste, was wir bis jetzt hatten. Und der Torwart ist da, das gibt's nicht. Also Halbzeit, was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn da los? Also irgendwie gab es von beiden jetzt noch nicht so wirklich viele Chancen, aber also wir haben ja auch eigentlich eine ganz verrückte Formation, echt geile Spieler, also die Gesamtwertung. Wir schauen auch mal in dieser Folge, wer generell alles bei uns im Team ist. Habt ihr ganz viel in die Kommentare geschrieben, das machen wir auch. Aber dass wir hier, also dass hier so unspektakulär eigentlich ist, also es ist nicht unspektakulär, aber es ist irgendwie so ein bisschen so... Ich kann es nicht richtig in Worte beschreiben, was es ist. Ihr müsst es selber sehen. So, jetzt sind mal wieder die Münchner gut vorne. Viele Verteidiger von Dortmund auch hinten drin, die das so ein bisschen eng machen, aber München trotzdem noch die einzige Mannschaft, die quasi offensiv ein bisschen was versucht und uns immerhin hinten reindrängt. Also es wird schon kritisch. Und jetzt mal wieder die Dortmunder, Pfosten und der Nachschuss, der sitzt. 1:0, 64. Spielminute, die zweite Chance von unserem Team im Spiel. Und ja, mit ganz viel Glück, muss man auch sagen, ist der Ball im Tor. Klar, der erste Schuss gegen Pfosten ist schon mal nicht schlecht, aber es war ein relativ schlechter Winkel. Wenn er wahrscheinlich nicht gegen Pfosten gegangen wäre, hätte der Torwart den gehalten. Und so, ja, mit Glück, ein Tor versenkt, braucht man auch mal. Schöne Sache. Ja, die Bayern kommen auch immer wieder gefährlich vor das Tor. Sind jetzt noch 10 Minuten auf der Uhr, dann müssen wir aufpassen, dass hier nichts, ich sag mal, Schreckliches noch passiert. Also für die Tordifferenz haben wir jetzt leider nicht viel gemacht. Das wäre natürlich cool, wenn wir uns quasi nach vorne geschossen hätten und die Münchner hinten rein. Das hat zumindest bis jetzt nicht geklappt, aber 5 Minuten sind ja noch da. Oh, jetzt kommt es zur richtig großen Chance, abgewehrt, ich muss zurück ins Tor. Es gibt noch eine Ecke.
Oh, das war auch noch mal, ja, tatsächlich die gefährlichste Situation von Bayern München in diesem Spiel. Und jetzt die Ecke. Ja, aber das ist gar nichts, außer, ja, wenn unser Spieler da noch was Gefährliches draus macht. Aber der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gewinnen in München mit 1:0. Giannoudopoulos wird zum Held gegen FC Bayern München. Wow, ja, kann man so sagen. Also es hätte auch nochmal ganz anders ausgehen können. Aber jetzt erstmal DFB-Pokal heim gegen Hannover 96. Aber bevor wir das tatsächlich machen, schauen wir jetzt tatsächlich hier mal in der Teamzentrale. Müsste das auf jeden Fall gehen, glaube ich. Ja, perfekt. Alter, haben die viele Torhüter. Die sind ja verrückt, sind die. Hör mal, was ist denn hier los? Also, die schauen mal auf die Spieler. Und zwar Marvin Hitz ist natürlich ein geiler Torhüter, keine Frage. Öschlegel, unbehauen, den kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Also Öschlegel kennt man schon. Hupe, kenne ich auch nicht. Bürkiger, ganz klar. Ne? Also, dann ich, kennt man auch. Schmelzer, Tompkins, Kim Jens, Alter, alles klar. Ihr seht ja selber, was hier alles mit drin ist. Letzte klasse Spieler. Wobei von der Gesamtwertung, naja gut, der ist auch schon ein bisschen älter. Vor allem hier in unserer Karriere, wir sind ja quasi in der vierten Profisaison von uns. Erste zwar von, bei Dortmund, aber vierte insgesamt. Also wir haben ja schon die ein oder anderen Jahre hinter uns und da sind natürlich auch viele neue Spieler quasi hinzugekommen, die jetzt hier ordentlich performen. Und ja, viele junge Spieler natürlich auch mit dem Kader, also wir haben echt einen breiten Kader. Aber hier Brandt, also da haben wir ja gesehen, der eskaliert bei uns absolut. Sancho auch, der ist halt, hat eine 95, Alter 22, also oder hier Felix, der ja auch gerade hier das Siegtor geschossen. Dybala, also absolut krasser Kader. Ja, und mit genau diesem Kader spielen wir jetzt heim gegen Hannover 96 im DFB-Pokal. Es müsste die zweite Runde sein. Ja, das wird, ja, eigentlich sollte man sagen, gegen Hannover 96 natürlich leicht. Aber Pokal hat seine eigenen Regeln, ne? Wissen wir alle. Los geht's, 90 Minuten Spannung und dann schauen wir danach, wie sieht's denn in der Bundesliga gerade aus. Momentan sind wir auf jeden Fall hier, stand jetzt noch in allen drei Wettbewerben drin und bei allen dreien sieht's auch gut aus. Wobei, also im DFB-Pokal kann man es natürlich jetzt nicht sagen, wie sieht's da aus, also kann man nicht sagen. Also wir führen ja jetzt noch nichts. Dann, wenn wir führen würden, würde es gut aussehen. Und das ist aber erstmal klasse gespielt und das ist das Tor, 6. Minute, erste Chance, erster Schuss und das erste Tor. Und wer ist es? Natürlich Sancho, Alter. So krass. Nice. Also, ich wiederhole mich nochmal, ja, es sieht in allen drei Wettbewerben gerade gut aus. Und jetzt die Hannoveraner, das war eine gute Chance, was die Verteidigung da bei uns gemacht hat, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Ball. Und Hannover 96 gerade, jetzt irgendwie besser, also keine Chancen mehr von uns, sondern nur noch Hannover. Aber zum Glück sind die Chancen nicht so 1A, sodass ich da immer noch locker easy die Hechtsprünge auspacken kann. Halbzeit 1:0. Ja, also es fing richtig gut an und danach hat es richtig stark nachgelassen. Zum Glück führen wir noch 1:0, aber ich würde gerne einfach hier noch so 2-3-0 sehen. Also wir hatten halt nicht mehr als einen Angriff, der zum Tor geführt hat. Das ist ein bisschen schwach. Ja, aber Hannover, die schießen wacker, zwar immer nicht gut, aber die schießen immer weiter und irgendwann kann das vielleicht auch mal zum Tor führen. Oh, aber erstmal machen wir das Tor und es zählt nicht abseits. Ich wollte gerade, also ich war schon verwirrt, wie ist denn da überhaupt zum Ball gekommen, dass der Torwart den nicht hatte. Natürlich der gröbste Fehler, den du überhaupt machen kannst, weil der Ball ist ja direkt zum Torwart gekommen. Aber es war scheinbar abseits und deswegen hat das Spiel wahrscheinlich den Torwart schon gar nicht mehr reagieren lassen. Gehe mal von aus. Boah, guck mal, ey, wie Hannover hier krass spielt und wie ich hier die Paraden auspacken muss. Das ist ja der Wahnsinn. Aber jetzt mal wieder die Dortmunder. Und wenn sie dann die Chance haben, dann machen sie die auch. 63. Spielminute. 2:0. Yes. Guckt euch diese krassen Konter an. Und es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, Hannover ist einfach krass, dass sie das machen, sondern
Unsere Verteidigung ist einfach teilweise nicht ganz existent. Also die laufen danach, weil Hannover so schlecht ist, ne? So würde ich es mal einfach so sagen. So, dann kommen die ja wieder hin. Aber also was hier teilweise für Lücken sind, also auch da, wie viel Platz der jetzt hat. Schon Glück, dass das geblockt wurde. Und yes, 84. Minute, der Finisher, 3-0, BVB. So, Spiel vorbei, 3-0, wir sind eine Runde weiter und gucken uns natürlich auch gleich an, ja, wer noch alles weiter ist im DFB-Pokal und gegen wen wir dann vielleicht auch schon spielen müssen, wenn die Auslosung denn dann schon war. Alter, wir haben schon eine 88er-Bewertung, krass. So, es war übrigens schon Runde 3. Alter, Bayern hat erstmal wieder gezeigt, was sie können. Sandhausen, ja, ist hier raus. In Wolfsburg gegen Gladbach rausgeflogen. Frankfurt auch gegen München, ne? Aber hier ist auch noch viele Zweitligisten und so mit dabei. Also, wir sind logischerweise noch nicht ganz so fortgeschritten in der ganzen Geschichte. So, wir haben jetzt den 14. Spieltag gegen Union Berlin wieder heim. Finde ich auf jeden Fall nice. Bayern hat den schon gespielt und hat leider auch schon gewonnen. Das heißt, wir müssen mal wieder nachziehen. So, auf geht's. Auch wieder hier im Signa Iduna Park gegen Union Berlin. Ist ja ein bisschen passend immerhin, weil das Studio ist ja auch in Berlin. Aber eher nicht in der Richtung von, glaube, Union ist Köpenick, ne? Oder zumindest Köpenicker Verein, aber egal, wir führen 1-0. Scheiß auf Köpenick, 1-0, finde ich gut, 4. Minute. Perfekt. Ich muss sagen, das Einzige, was ich an Union selber cool finde, ist das Stadion. Also die alte Försterei ist ultra nice. Also die Atmosphäre, Alter, wenn man da so zum Flutlichtspiel abends, ich war ein, zweimal da, wenn man da zum Flutlichtspiel abends geht und das halt quasi wirklich halt so im Wald, dieses Stadion und die Flutlichtmassen, da Nebel ist und boah, Alter, okay, finde ich mega nice, aber anderes Thema. Und schnell rauskommen, der Ball ist meins. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt und auch den Umbau hier im Studio und so unterstützen wollt, ich würde mich natürlich super darüber freuen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen würdet. Also das wäre, das ist wirklich Support. Ja, wäre echt nice. Würde mich sehr darüber freuen. Als Kanalmitglieder bekommt ihr sowieso natürlich auch exklusive Einblicke hier ins Studio mit rein und so. Und da haben wir auch sehr, sehr coole Sachen vor. Und ein bisschen Glück muss sein, 2:30 Spielminute. Ein bisschen Ping-Pong, unbeabsichtigt. Und damit fällt das 2-0. Oh, ja gut, wäre daneben gegangen. Und es ist scheinbar abseits noch dazu, aber immer wieder was zu machen ist ja auch nicht schlecht. Nice gespielt, 43. Spielminute, Daoud, unser Kapitän, erhöht auf 3:0. So, jetzt erstmal Halbzeit mit 3:0, kann man auch, ja, ein bisschen sorglos in die Kabine gehen, finde ich, ja, was laber ich hier, finde ich cool. Ja, Studiotemperatur bei 26 Grad geht eigentlich. Letzten Sommer war es, habe ich ja schon mal erzählt, bis zu 37 Grad hier drin. Zum Umbau gibt es dann auch, es bekommt eine Klimaanlage, Studio. Das finde ich auch wieder schon mal ziemlich nice. Und sehen wir jetzt das 4:0? Nein, sehen wir nicht. Schade, aber wir haben es gerade gesehen. 35% Ballbesitz hat Union. Wir sind viel besser gut, aber es ist ja auch Trommel gegen Union. Also, weil in der echten Saison war ja zumindest das Hinspiel von Union gegen Dortmund. Da habe ich mir so gedacht, so, Digga, was machen die Unioner da? Wieso gewinnen die? Hallo? Und das habe ich kommen sehen. Gönne ich den nicht, weil es Abseits ist. Genau das habe ich kommen sehen, dass es Abseits sein wird. Ha! Spaß. Also, ich habe gesehen, dass er, also, dass er den so ekelhaft drüber hebt. Aber Glück gehabt, dass es Abseits ist. Oh, und jetzt ein Verletzter im Strafraum. Aber Abseits und kein Elfmeter.
Ja, macht da komische Sachen. Also vielleicht ist er wirklich verletzt. Ja, und jetzt Union dreht auf. Die wollen es jetzt wissen. Ja, Wollo, Finisher, 70. Spielminute, 4:0. Und das ist auch wichtig, weil wir erinnern uns ja an die Tordifferenz. Wir sind jetzt gerade deren Blitztabelle jetzt gerade punktgleich. Und wir bauen damit unsere Tordifferenz natürlich wichtig auf Bayern aus. Ne? Ist klar. 5:0. Wir spazieren immer weiter Richtung Platz 1. Das ist nice. Danke Union für dieses Sprungbrett. Ja, und jetzt wird es richtig krass. 6:0, 81. Spielminute. Jetzt ist, also seit dem 4:0 ist, glaube ich, Union ganz am Boden. Also, ja, würde ich mit dieses Abseits-Tor, da darf man echt nochmal gut. Aber ab dem 4:0, dann, da war vorbei. So, abgepfiffen. 6:0 gewinnen wir. Und wenn ihr wissen wollt, auf welchem Tabellenplatz wir sind, dann müsst ihr wieder in der nächsten Folge einschalten. Lasst auf jeden Fall noch eine Bewertung da, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Wie gesagt, Kanalmitgliedschaft würde mich auf jeden Fall super safe unterstützen und supporten. Der ganze Studioumbau und so. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, checkt auch nochmal die Playlist aus. Ne? Falls ihr irgendwelche Folgen verpasst habt, könnt ihr das auf jeden Fall auch noch machen und nachholen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Haut rein. Ciao.